So, es geht heute um die Erhöhung der Lebensqualität. Lebensqualität. Was ist eigentlich Lebensqualität? Die höchste Lebensqualität ist, wenn man gesund ist. Wenn man gesund ist, das ist die höchste Lebensqualität, wenn man gesund ist. Wenn man keinerlei Schmerzen hat, wenn man keinen Bluthochdruck hat, keine Herzrhythmusstörungen hat. Wenn man, ja, morgens aufsteht und Hurra schreit. Körper ist gesund, Geist ist gesund, das ist natürlich der höchste Lebensluxus. Und jetzt ist die Frage, wie generiere ich mir einen sehr, sehr hohen Lebensluxus? Wie gehe ich vor, dass ich zum Beispiel körperlich nicht krank werde, dass mein Körper nicht auf Strecke bleibt? Wie gehe ich vor, dass mein Geist klar bleibt, dass mein Geist frisch bleibt, dass ich nicht im Burnout lande, dass ich nicht in der Depression lande? Welche Maßnahmen kann man dafür ergreifen im Bereich der Ernährung? Auch da ist ganz klar wieder, Lebensluxus erhöhen in Form von Gesundheit, in Form von, ja, präventive Maßnahmen gegenüber geistigen Stress, geistige Krankheiten in Form von Depressionen, Burnout, also psychischen Krankheiten und körperlichen Krankheiten ist natürlich der größte Faktor das Essverhalten. Warum? Wir haben 7 Tage die Woche und in 7 Tagen, wenn es ganz gut läuft, wenn man pro Tag 3-mal isst, in regelmäßigen Abständen von 4 bis 5 Stunden, hat man 21 Mal pro Woche die Möglichkeit, die richtige Art von Nährstoffen, Lebensmittel in der richtigen Menge, also in der richtigen Kalorienform, richtige Menge zuzuführen und natürlich so gesund wie möglich. So, und wenn man das berücksichtigt und sagt, ich nehme darauf Rücksicht, dann ist natürlich schon mal gegenüber vielen Krankheitsbildern, vor allem Krankheitsbildern aus Ende des 20. Anfang des 21. Jahrhunderts, was jetzt alles gibt, hat man eine extrem starke Waffe. Eine extrem starke Waffe. Denn bei 21 Mal muss man sich überlegen, was man da alles letztendlich reinpacken kann, um dem Körper die nötigen Rohstoffe zu liefern, dauerhaft physisch und psychisch gesund zu bleiben. Also wenn man zum Beispiel ausreichend an gesunden Fettsäuren zuführt, wenn man ausreichend an gesunden Proteinen zuführt, eine gute Mischung zwischen tierischen und zwischen pflanzlichen Proteinen und wenn man natürlich auch Energielieferanten zuführt, in der gesündesten Form und zwar in der natürlichsten Form, Kohlenhydrate zum Beispiel in sehr komplexer Form, das heißt in der Ursprungsform. Mit diesem Potenzial hat man ganz klar eine sehr mächtige Waffe gegen ganz viele Zivilisationskrankheiten. Wie man im Moment draußen beobachten kann, gibt es einige Krankheitsbilder, die in den letzten, ja, 40, 50 Jahren eine stetige Zuwachsrate haben. Und der Einzige, der das in der Hand hat, zu verändern, ist man tatsächlich selbst. Denn jeder ist verantwortlich über das, was er kauft, über das, was er konsumiert, über das, was er isst. Und da muss man ganz klar sagen, Thema Bio, das heißt Thema Bio-Lebensmittel, ganz klar haben Bio-Lebensmittel einen Vorteil, weil sie eben nicht so kontaminiert sind mit ungesunden Dingen wie jetzt, ja, industrialisierte Lebensmittel. Das heißt abgepackte Lebensmittel, konservierte Lebensmittel mit Farbstoffen drin, mit E-Stoffen drin, mit Stabilisatoren drin. All diese Dinge fallen bei Bio-Lebensmitteln weg. Auch bei Gemüse ist der Anteil der Schadstoffbelastung ganz gering. Ganz sauber ist, glaube ich, nicht möglich, weil natürlich immer irgendwelche minimalen Umweltgifte vorhanden sind. Aber man hat Einfluss durch den Kauf von biologischen Lebensmitteln, hat man einen ganz starken Fokus auf die Gesundheit gelenkt. Und deswegen ganz klar, wenn es um langfristigen Lebensluxus geht, wenn es darum geht, dass wir auch irgendwann mal mit 55, 60 bis zu unserem 70., 80., 90. Lebensjahr einen hohen Lebensluxus haben möchten, dann sollte man frühzeitig anfangen, in seine gesunde Zukunft zu investieren. Und das ist ganz klar immer erstmal die gesunde Ernährung. Die gesunde Ernährung mit 3 Mahlzeiten ist einfach das System, was ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe, was am besten funktioniert hat. 3 Mahlzeiten am Tag, soweit möglich atembedarfsgerecht. Ja, genügend trinken und zwar die reinste Form von Wasser.
Das ist ein sehr, sehr geiles Investment. Auch hier natürlich ganz klar, das sind jetzt erstmal die groben Infos, was ihr mal haben könnt. Ich gehe jetzt noch nicht ins Detail rein. Was soll man jetzt tatsächlich essen? Welche Lebensmittel genau sollten das sein? In welcher Menge? Weil das natürlich immer wieder ein Stückchen individuell ist. Aber ich glaube, viele Zuschauer wissen schon genau, was ich damit meine, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche da noch spezifische Infos dazu, was soll ich tatsächlich essen, bis ins Detail, dann kann man sowas natürlich auch in der Beratung machen. Da müsst ihr einfach mal unten in die Shownotes gehen, in die Bemerkungen, da seht ihr unten den Link, da könnt ihr draufklicken und dann haben wir vielleicht demnächst ein kostenfreies Gespräch.